Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich mit Korsika. Der Vecchio ist ein weiterer Fluss, der bei keinem Korsika-Urlaub fehlen darf. Obwohl es meist der schwerere mittlere Abschnitt ist, anstelle des unteren Teils, den wir in diesem Video anschauen. Der Einstieg ist an der Brücke nach Noceta und der früheste Ausstieg ist an der Ponte Altiani auf dem Tavignano. Der Einstieg ist gleichzeitig auch die Ausbootstelle des mittleren Teils, wo man auch den Pegel findet. Man sollte bereits für die erste Durchfahrt wach sein, die man von der Brücke aus sieht, ansonsten ist man es definitiv nachher. Danach gibt es ein paar weitere Felsblöcke, bevor man den ersten Katarakt etwa 500 Meter flussab erreicht. Er liegt unterhalb eines Hotels Camping auf der linken Seite. Das Hauptmerkmal ist ein großer Fels am linken Ufer. Bis zum Mittelwasser fährt man in der Mitte ein und muss dann nach links am Felsen vorbei, um danach wieder auf die rechte Seite zu zielen. Bei Meerwasser öffnet sich eine Linie durch die Mitte, aber da gibt es Löcher. Niedrigwasser ist bei 1,40 m, mit Mittelwasser bei 1,80 m und Hochwasser alles über 2 m. Bei tiefem Wasserstand ist der Vecchio technisch mit Verblockung in nicht allzu steilen Katarakten. Dann gibt es meist wenig Fahrrouten. Die Vielfalt kommt mit mehr Wasser, dann verschwinden aber auch die kleineren Steine und es wird zunehmend wuchtig. Der Katarakt mit der meisten Verblockung befindet sich in der ersten Hälfte und man fährt von links in Richtung Mitte. Wenn man eine schräge Felsplatte in stille Wasser erreicht, ist es ein guter Punkt für eine Pause. Der Vecchio eignet sich hervorragend zum Üben, da viele Stellen wiederholt befahren werden können. Diese Platten befinden sich unterhalb einer solchen Stelle. Abhängig vom Wasserstand sind unterschiedliche Routen möglich und die beste Wahl. Der Vecchio hat einen längeren, in etwa geraden Mittelteil. An dessen Ende befindet sich ein weiterer Katarakt, der nach links geht. Die Schwierigkeit hier ist die Prallwand am Ausgang sowie der Stein direkt in der Fahrmitte, welcher meist überspült ist. Bei Niedrigwasser ist Umtragen links möglich wie auch eine Besichtigung. Normalerweise versucht man sich links vom Stein zu halten. Bei Meerwasser mag es links kein Kehrwasser mehr haben und eine direkte Route rechts am Stein vorbei scheint einfach. Was nun folgt, sind ein paar hervorragende Spielstellen bis zur nächsten Kurve. Hier hat der Vecchio das meiste seiner Energie verbraucht, wenn er unter der alten und neuen Straßenbrücke dem Tavignano zufließt. Beim Zusammenfluss bringt der Vecchio meist mehr Wasser, da ein guter Teil des Tavignano im Stausee des Golo endet. Nun ist das Flussbett breiter mit einigen Kiesschwellen. Einer davon ist etwas verblockt, was aber nicht so sehr behindert. Aber am Ende wird es steiler und schmaler neben einem dicken alten Baum und endet in einem Pool. Weiter unten gibt es noch zwei Schwelle über Felsrippen, die gute Stellen zum Spielen oder Üben sind, oder aber Löcher. Allzu schnell erreicht man die alte Brücke Ponte Altiani, wo man rechtsufrig ausbootet. Natürlich kann man auch auf dem Tavignano weiterfahren zu einer der nächsten Ausbootstellen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!